High-Rise, Terminal, Afghan, was will man mehr? MW2-Vibes, aber sowas von heftig, wie man das eigentlich gar nicht mehr hat. Ich werde euch eine Homepage zeigen, das ist Xputer. Das ist die Homepage, die auch geführt wird von dem Journalisten, den wir in Leak-Sachen bei Modern Warfare und generell bei COD seit fast 3 Jahren jetzt wirklich alle vertrauen, der bisher bei, ich glaube, allen Sachen, die er vorher gesagt hat, korrekt war, und zwar bei Tom Henderson. Und es gibt ganz viele Leaks, ich habe ja im letzten Video schon ein bisschen darüber gesprochen, ob das jetzt vielleicht dieses DMZ-Zone sein kann, also dieser Abschlag sozusagen von Escape from Tarkov, und habe schon über ein, zwei Sachen gesprochen. Und er spricht jetzt über sowas wie Pro-Perks, die zurückkommen, und Teile von der Warzone-Karte, die schon seit 21 eigentlich soweit fertig sind, und wie der DMZ-Modus aussieht und auch alles auf dieser Homepage. Das heißt, das werde ich auch in Zukunft versuchen so zu machen, wenn ich irgendwo was sehe, finde, dass ich euch irgendwie das verlinke, dass ihr selber sehen könnt, weil es halt immer so ist, bei Leaks und sowas, entweder heißt es, wenn es richtig war, ja, wusste jeder, und wenn es falsch war, das habt ihr alle ausgedacht. Und das Ursprungsvideo, wo diese Sachen das erste Mal besprochen wurden, war von Nero Cinema, der ein amerikanischer Content Creator ist, der lange Zeit raus war aus dem Content machen, weil er sehr, sehr großes Alkoholproblem als Mensch hatte, ist jetzt anscheinend seit mehreren Monaten aber schon nüchtern, macht relativ Rant-Videos gegen Activision, finde ich ganz sympathisch. Und der hat aber aus einer Quelle von sich, die er nicht nennt, diese Infos bekommen, die jetzt Ghost of Hope und Tom Henderson, all die Leaker, die wir kennen, bestätigt haben. Was ich sehr interessant finde, weil das sind alles die Leute, die am meisten eigentlich integriert sind. Und ich zeige euch die Homepage und dann können wir da mal durch die Sachen durchgehen. Jetzt bin ich ein Wichser, jetzt habt ihr gedacht, ihr kommt direkt auf die Seite. Kommt ihr auch in einer Sekunde, Leute. Angebot des Monats bei meinem Partner Superlevel. Ich habe euch den jetzt ja vor einer Woche einmal ganz kurz schon vorgestellt. Ihr werdet einen Controller gewinnen können. Ich warte aktuell auf das Paket, dass es kommt. Das soll jetzt die nächsten Tage so sein. Jeden Monat gibt es, und das ist wirklich die meiner Meinung nach qualitativ bessere und günstigere Alternative zu Scuf Gaming und all diesen anderen Unternehmen, die es da mittlerweile gibt. Ihr habt einen Rage-Modus, das heißt, einen Rage-Bonus, den ihr euch sichern könnt für 30 Euro. Wenn ihr den Controller an die Wand werft, weil ihr mal wieder sauer seid oder so, dann wird der tatsächlich repariert. Mein habe ich jetzt mittlerweile, der steckt jetzt hier am Chronos, USB-Kabel, seit 4 Monaten, kein Stickdrift, kein gar nichts, das erste Mal ein PS5-Controller, der so lange hält bei mir. Ich bin mega begeistert. Sehr, sehr geil das Ganze, Angebot des Monats mit Gamer Grip dazu, also nicht dem Zeug, was man da irgendwie damals, weiß ich, trinken konnte oder an die Hand machen konnte, sondern am Controller verarbeitet, mit 4 Pedals, mit 2 Pedals, gibt alle Möglichkeiten. Sehr cool ist es, ihr könnt das Ganze in den Warenkorb nehmen, ihr könnt mich direkt damit auch unterstützen und ihr spart mit dem Ganzen einfach. Geht einfach zur Kasse, wie gesagt, einen verschenke ich, ihr gebt einfach meinen Code Chappy ein und würdet jetzt einen 10er sparen, würdet mich heftig unterstützen damit. Schaut gerne rein, ob das was für euch ist. Jetzt aber zur richtigen Homepage, das wolltet ihr ja eigentlich alle haben, Leute. Also, das hier ist die Seite Xputer.com. Hier gibt es News und zu verschiedensten Games. Final Fantasy, GTA 5, was weiß ich was. Und der Autor von dem Ganzen hier, und das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, ihr könnt nach dem Video gerne darauf gucken und auch selber durchstöbern, Tom Henderson. Der hat wirklich mit verschiedensten Unternehmen schon zusammengearbeitet, ist investigativer Journalist bei Xputer, bei dieser Homepage, ist auf Twitter unterwegs, ihr könnt ihm da folgen, kann ich euch nur empfehlen. Finde ich relativ sympathisch, das Kerlchen. Und er spricht halt über diese ganzen Leaks und Rumors und Gerüchte, die Neros Cinema bei sich vorgestellt hat, spricht auch hier darüber und sagt, er hat ja ein paar Details geäußert, ich möchte das gerne mit meinen eigenen Quellen bestätigen an diesem Moment. So, und dann sagt er, wir werden jetzt nicht alles behandeln, was Nero in seinem Video sagt, aber wir können euch empfehlen, schaut euch das an. Eins der großen Themen war, Maps, die wir alle kennen, viele von uns lieben, kommen zurück. Und das ist Gott sei Dank mal nicht sowas wie schon wieder Jungle, was wir jetzt in BO4 hatten, was wir in Cold War hatten, was wir in BO2 hatten, was wir einfach andauernd hatten. Oder Raid, was eine gute Map ist, aber ich habe das Gefühl, aus dem IW-Universum sind seltener Maps, die neu dazukommen, als im Black Ops-Universum. Und das ändert sich jetzt ein bisschen. Alte Maps werden, das hat er ja im November letzten Jahres schon gesagt, zurückkommen. Innerhalb der Warzone 2 Map. Das heißt, diese Warzone 2 Map wird vom Aufbau ein bisschen, Leute, sich mit Blackout ähneln, wo wir ja auch verschiedenste Black Ops-Karten mit drauf hatten. Wird auf der Karte jeweils High-Rise dabei sein, Carry,
Terminal und Afghan. Das ist also auch laut seinen Quellen, und er hat die Map wohl selber schon gesehen, bestätigt. Die finalen Namen davon sind noch nicht 100% sicher. Das heißt, es könnte High-Rise, also es wird High-Rise sein, es könnte aber anders heißen auf der Karte. Dann sagt er hier sogar, was finde ich cool ist, weil man für sich später es notieren könnte, High-Rise wird oben rechts auf der Karte unter dem Namen Modern City aktuell geführt. Ist eine große Stadt mit Wolkenkratzern, mit Kränen, mit Helikoptern. Das heißt, alle Spieler, die ein bisschen Verdansk vermissen, werden sich darüber freuen. Es ist in dem Moment sozusagen ähnlich wie Verdansk. Dazu kommt ja, Nero Cinema hat auch darüber gesprochen, dass Verdansk nächstes Jahr zurückkommen soll. Da ist aber meiner Meinung nach gar nicht gesagt, dass das wirklich als Warzone-Karte zurückkommt, wie wir das kennen. Vielleicht limitierter Zeitmodus, weiß ich nicht. Vielleicht ja aber auch nur bei Warzone Mobile. Das kann natürlich auch sein, da hat irgendwie noch keiner so richtig eine Ahnung. Also dieses Thema Warzone, Verdansk kommt zurück, nehmt das vorsichtig. Dann sagt er, Carrie ist unten links auf der Karte unter dem Namen Carrie oder Query oder wie auch immer man es nennen möchte. Terminal ist wieder unten rechts auf der Karte, heißt Airport. Das ist eine von drei sehr großen Locations auf der Karte mit einer großen Festung. Auf dieses Thema Festung und Loadouts kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Und dann hat man eben noch Afghan. Das ist relativ in der Mitte, etwas weiter links und ist unter dem Namen Caves. Und immer wenn ich das lese und an Modern Warfare denke, denke ich an Azir Cave aus Modern Warfare 19 und merke, wie ich ein Kotzerli im Hals habe, weil diese Karte so schlecht war. Da gibt es noch verschiedene andere POIs, also Point of Interest, das sind im Prinzip immer die Städte und die Städtenamen, die wichtigsten Sachen, die Modern Warfare 2 Maps mit inkludieren. Das heißt, da könnten durchaus noch einige mehr kommen, unter anderem auch Mountain Town, das ist dann irgendwo in der Mitte der Karte, wo Favela oder Favela, ich sag mal Favela, weil ich kenne Favela so aus Brasilien, mit drin ist. Dazu gibt es eben verschiedene neue Locations. Es wird wohl auch darauf hinauslaufen, dass sehr viele Locations uns bekannt vorkommen, weil sie aus dem MW-Universum rausgenommen worden sind. Dann Strongholds, also Festung. Nero und auch ich hatte ja vor 2 Tagen darüber gesprochen, dass diese Leaks sind, dass man Loadouts nur bekommt, wenn man bei verschiedensten Festungen am Rande der Karte überall gegen eine KI Aufgaben macht. Eine Bombe planten, gegen KIs kämpfen oder. Das wird hier so ein bisschen, ich sag mal, ins gerade Licht gerückt und ein bisschen erklärt, was auch sehr cool ist. Also, auf der gesamten Karte gibt es diese Festung und gibt Spielern eine zusätzliche Möglichkeit, anstatt das Loadout einfach zu kaufen, 25 bis 30 Punkte gibt es auf der Karte, wo man es machen kann, dieses Loadout zu verdienen, sozusagen. Das heißt, da wo sonst aktuell Buy-Stations sind, könnte man von der Anzahl her ungefähr sagen, dass diese Aufgaben dort stehen. Da gibt es verschiedene Schwierigkeitsgraden von Stellung. Das heißt, insgesamt circa 25 Stellungen und je nachdem, welche Aufgabe bei welcher Stellung man macht, ist es vom Schwierigkeitsgrad her einfacher oder schwerer. Wir kennen das, umso schwerer es ist, umso besser ist das, was wir daraus nachher erzielen, wenn wir es schaffen. So, AIs laufen darum, die das Ganze so ein bisschen beschützen. Wenn du als Team oder alleine eine dieser Aufgaben aktivierst, bist du in diesem Bereich verschlossen vor anderen. Könnte man also theoretisch auch taktisch nehmen. Weiß jetzt nicht, wie es dann abläuft, wenn man die Aufgabe erfüllt hat, ob man durch so eine Eingangstür rausgeht, wo so 3 Teams auf einem warten oder ob man vielleicht fliegt oder. Das wird man dann sehen, aber die Idee dahinter finde ich jetzt erstmal, wenn ich kurz drüber nachdenke, gar nicht so schlecht. So, sie gehen davon aus, das heißt, er weiß es nicht 100%, aber darauf wird es hinauslaufen, je schwieriger die Challenge von dem Ganzen, desto größer ist die Belohnung. Nicht alle Orte auf der Karte haben solche Strongholds, weil alle Arenen, so wie Modern City, wo man weiß, dass das wie Tilted Tower in Fortnite, wo Hunderte abspringen, da braucht man das nicht. Es ist eher für die Randbereiche und etwas weiter außerhalb. So, obwohl Warzone 2 ja immer noch in der Vorbereitung ist, ist es zu ihm beschrieben worden wie ein neues dynamisches Element, was die Spieler dazu anregen wird, genau zu überlegen, welches Stronghold sie machen wollen und ob sie es überhaupt machen wollen. Denn wenn ihr da drin seid, kann kein anderer damit rein. Wenn da keine in der Nähe sind, dann musst du entweder zur nächsten laufen oder auf einen Zug warten, der euch dann in dem Fall dahin bringt. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht. So, und dann nochmal das Thema KI in Warzone. Haben sie schon Caldera getestet, wie es bei den Spielern ankommt? Da haben sie keine große Sorge. So, dann
Seit dem ersten Report sagt er, es ist für ihn bestätigt, dass die Karte Warzone 2 genau die gleiche wird, die wir in diesem neuen Escape from Tarkov DMZ-Modus bekommen. Ich habe ja vermutet, dass dieser DMZ-Modus verschiedene andere, eigene Karten hat. Seiner Ansicht nach sind diese DMZ-Modi oder der DMZ-Modi auf der gleichen Karte wie Warzone 2 und es sollen für diesen DMZ-Modus 4 weitere Karten in der Produktion sein, sag ich mal. Er selber kann bestätigen, dass er Bilder und Videos mit anderen Quellen verglichen hat und die auch sagen, dass das gesamte Footage Warzone und diesen DMZ-Modus gezeigt hat und das alles dieselbe Karte ist. So, das heißt, meiner Meinung nach kann man das als relativ sicher ansehen. Wenn ihr auf seinen Twitter jetzt geht, könnt ihr auch nochmal seine Ausführungen zu den Pro-Perks euch durchlesen. Er spricht im Prinzip darüber, dass die Idee für Pro-Perks schon seit 3 oder 4 Jahren drin ist und jedes Mal, weil bei den ganzen Entwicklungszyklen der Entwickler ja jedes Mal Scheiße passiert ist, dass es immer wieder rausgenommen wurde, weil man das zum einen machen will, wie man es von früher kennt, allerdings auch wieder auf einen moderneren Stand. Und er sagt, Pro-Perks werden sowohl im Multiplayer als auch in Warzone 2 dieses Jahr mit dabei sein. Freue ich mich persönlich, um ehrlich zu sein, weil ich die Zeit von Pro-Perks aktiv teilweise oder um ganz ehrlich zu sein, einfach gar nicht mitbekommen habe. Ich weiß, wie sie funktioniert haben, ich weiß, wie sie waren, ich habe es aber nie aktiv mitbekommen. Es wäre für mich tatsächlich, obwohl ich seit 15 Jahren gefühlt COD spiele, das erste Mal, weil ich damals auch, ich glaube, BO2 ja geskippt habe und Ghost gespielt habe, weil es mir einfach mehr